meine Besten. Okay, wartet. Das war generell jetzt scheiße. Erstens, seit wann sagt ein Österreicher? Moin, moin, zur Begrüßung. Moin. Okay, cut. Hi, ich bin's Pato. Einmal wieder hier auf meinem Kanal, auf diese Pato FIFA. Ich begrüße euch heute, Leute. I'm a Rapstar. Okay, das gibt wieder extra Dislikes wegen Deppen, aber wem hört man da schon lachen? Leute, okay, beginnen wir mal mit dem ersten Teil. Ich bin sehr, sehr froh, euch die FIFA Twins begrüßen zu dürfen. Hi! Hi! Leute, auch zu den Twins muss ich euch sagen, ich weiß nicht, wie viele Abos ihr gehabt habt, als ich in den Stream von euch gestürmt bin. Das waren auf jeden Fall unter 500. Ich hätte jetzt 300 gesagt. Ich hätte auch 300 gesagt, genau. Dann ein Wait von Part und ab dann, keine Ahnung, dann ging es einfach immer weiter. Alter, es war zu krass. Also ich kenne die Jungs schon mega, mega lang. Auch viele von euch sollten die Jungs schon kennen. Wenn nicht, dann checkt sie unbedingt auf. Hinterlässt gerne ein Abo, Daumen nach oben. Road to 20.000 Abonnenten. Auf jeden Fall. Heftig. Leute, es wird einfach zu krass. Der Titel sagt schon alles. Die Spieler von uns. Ich bin so geil. Das ist echt zu krass. Also ich weiß nicht, ob es schon mal so ein krankes Search and Discard gegeben hat. In Kombination, also mit dem Battleship-Format. Nochmal Grüße an Steine. Ich habe Steine gefragt, bevor jetzt irgendwelche Kommentare kommen mit Nachmacher, bla bla bla. Ich habe mit Steinski darüber gesprochen. Ich habe ihn gefragt. Es geht total in Ordnung. Also, Leute, dieses Team, also unsere Teams haben einen Gesamtwert von ca. 15 Millionen Coins. Das ist so krank, ey. Ja, man sieht, es ist R9 dabei. Ist bei euch auch R9 dabei? Ja. Es ist zweimal R9 dabei, Leute. Von Kanté, Salah, Ramos und so weiter. Es ist einfach unbeschreiblich. Das heißt, bitte Leute, supportet uns, Daumen nach oben, abonniert gerne unsere Channels. Und ja. Lass uns starten. Ich würde sagen, die Leute, die schaffen bei dir die 1000, ich sag mal 1200 Likes. Das wäre mega geil. Ich habe sogar bei meinem letzten SBB über 1000 Likes geschafft. Danke, Leute. Hätte ich nicht erwartet. Also das Battleship-Niveau oder Format, das kennt ihr jetzt. Also um Fakes und so alles vorzubeugen. Leute, vertraut uns einfach. Wir haben nichts abgesprochen, wo welcher Spieler stehen wird. Egal, ob ein Cut drinnen sein wird. Es ist alles ohne Skript. Vertraut uns, ja? Und ganz jetzt kann man schon mal sagen, also wir wollen unbedingt Pato den Ronaldo wegsnipen. Und Jungs, schau euch das Video einfach an. Also, wir werden ihn snipen. Ich habe so ein Gefühl, dass wir ihn wegsnipen. Zusätzlich noch Digga. Shiggy gegen Pikachu, Leute. Alter, ja, das auch noch. Das auch noch. Oh mein Lass Gott. Lass uns einfach starten, ich bin so gehyped. Lass uns starten. Oh. Das Intro lief schon zu lange. also, es bleibt ja immer ein Spieler übrig. Und ja, wir machen das quasi in diesem Niveau. Das kann sein, dass dann zum Beispiel mein R9 geschützt wird oder so. Und es gibt jeweils 6 Picks. Also jeder hat 6 Picks zum Discard. Das Search and Discard läuft ja eigentlich ganz, ganz anders. Aber wir haben ausgemacht, jeder hat 6 Picks. Es gibt jemanden von uns dran, der einen 7. Pick hat. Den ermitteln wir durch Schere, Stein, Papier. Damit er da auch Bescheid weiß. Also wir haben das Format ein bisschen erneuert, ein bisschen modernisiert. Und ja, Leute, let's go. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, vor der Aufnahme, wir waren schon den ganzen Tag hyper nervös. Und jetzt, es geht los. Ich bin so krass unter Adrenalin. Es ist so krass. Die Twins beginnen, sie snappen mir oder hauen mir jetzt die ersten 3 Spieler rein. Ja. Du nimmst auf der LF-Position einfach mal den ersten Spieler. Okay. Schon trotz? Eigentlich. Weiter? Wer weiß. Dann mit dem Sturm die 10. Ja. Und die 11 im rechten Flügel. Okay. So. Passt. Gut. Passt. Also, der erste Spieler, LF die 9. 9. LF, ja. Zweiter Spieler die 3. Und der vierte Spieler, die 11. Okay. Das war gar nicht mal so verkehrt. 18. Achso, ich muss auch 12 aufschreiben, ne? Genau. Ich muss jetzt mal zählen. Okay, passt. So, machen wir das Zentrum. Genau. Drei Zentrumspieler. Nehmen wir einfach mal jetzt die 12 im linken zentralen Mittelfeld. Okay. Dann die
Nummer 2, ZOM. Ja. Und die 6 im rechten ZM. 6. Okay. Dann, ihr bekommt linkes ZM die 10. Okay. ZOM die 7. Ja. Und die 8 ist RZM. Okay. Machen wir weiter. Ich würde sagen, Außenverteidiger. Ja, genau, sehr schön. Dann nehmen wir linker Verteidiger die Nummer 3. Okay. Und rechter Verteidiger die 7. 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Achso, rechter Verteidiger, ich stelle ihn in die Innenverteidigung, Mann, Digga. Ja. Okay, die 1 ist der Linksverteidiger und die Nummer 6 ist der Rechtsverteidiger. Okay. Jetzt nehmen wir jetzt die beiden Innenverteidiger und machen uns gleich beim Torwart einfach nochmal spannend. In der linken Innenverteidigerposition, willst du was? Die 4. Okay. Und in der rechten Innenverteidigung, ja, spielen wir überlegen, 8 oder 9? Ich nehme die 9. Okay. Okay, krass. Nehme ich links innen die 4. Okay. Und 12 rechts. Okay. Okay. Gut. Nice. Sind bei euch noch Special Partner? Ja. Zwei sehr gute. Ja. Also kein Bronzespieler mehr. Okay. Bei dir? Ist noch eine Special Karte. Oh, dann werden wir jetzt. Oh, jetzt wird's spannend, Freunde. Ja, das ist halt die Frage. Wird denn die Special Card eher links zuordnen oder rechts? Also 5 oder 8? Ich entscheide mich. Ihr. Ja, genau. Ja. Ich merke schon, du bist nervös. Ich bin ultra nervös. Die Anspannung ist da, Freunde. Du entscheidest, komm da. Ich entscheide. Wieder. Nein, ich bin bei sowas immer schlecht. Bitte mach du. Wir nehmen die 8. Ja! Nein! Ja! Ich sagen, dann letzten Moment 8. Oh, wer ist denn Oh mein Gott. Festival of Football Kanté überlebt den Kampf. Ja, okay. Oh. Okay, aber Ronaldo ist bei dir drin. Vielleicht. Sehr schön. Vielleicht. Ja, er ist eh drin, ja. Nein, das darf ich ja nicht fragen. Nee. Die 2 und die 5. Ich entscheide mich für die 2. Ja, gut. Boah. Bei uns ist übrig geblieben Chulit. Chulit? Ja. Oh mein Gott! Und ja, das ist ja echt krass. Ja. Okay. Jetzt. Ich wollte gerade schon sagen, wer, aber ja, das macht keinen Sinn. Nein, das macht keinen Sinn. Jetzt wird's bitter, meine Freunde. Ja. Jetzt wird's echt bitter. Ihr seid meine Gäste. Ihr dürft starten. Ich gebe euch grünes Licht. So. Ja, warte mal, Pato, warte. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben gerade einen Fehler gemacht. Und zwar, wir haben ja gesagt, wir haben noch zwei Special Cards. Und das ist ja jetzt schon klar, dass die am Tor steht. Ach so. Wir müssen jetzt sagen, dass wir eine Position tauschen dürfen. Genau, so ist es. Ich sag das noch schnell, okay? Ja, okay. Leute, uns ist gerade aufgefallen, wir haben uns gerade kurz abgesprochen, also nicht abgesprochen in dem Sinn, ich blende es eh rein, ich schneide es eh rein. Ja. Ich habe die Jungs gefragt wegen zwei Special-Karten. Das heißt, im Tor steht fix eine Special-Karte, jetzt gerade, meines Wissens. Und da, ja, ist es natürlich klar, dass wir jetzt sagen, Jungs, changed eine Position, damit ich jetzt nicht weiß, dass jetzt unbedingt eine Special-Karte drinnen ist. Das kann jetzt sein, dass sie jetzt tauschen oder nicht tauschen, ja? Aber Fakt ist, sie werden jetzt die Position tauschen. Wir haben es gerade schon gemacht, also kann Pato dann auch einblenden. Also jetzt läuft alles richtig. Wie gesagt, wir haben jetzt eine Special-Karte draußen. Wir haben Glück gehabt und ja. Es soll alles richtig sein und wirklich nicht den Anspruch, also es soll nicht so sein, dass es abgesprochen ist oder so. Wir machen das wirklich ehrlich. An der Stelle, nachdem du gleich Ronaldo abstößt, glaubt eh keiner, dass das Fake ist. Also. Beginnt einfach. So, wir beginnen. Ich nehme den linken Flügel. Linker Flügel? Ja. Bronzespieler. Nein. So.
Ich beginne mit dem linken Innenverteidiger. Ja, das ist die erste Icon. Schesikowski, Laurent Blanc, mach's gut! Ja! Ey, der hat so viele Spiele bei uns. Der war bei 40-0 dabei, der war überall dabei und jetzt. Alter, tut mir gar nicht leid. Gar nicht leid. Nö. So, ich mach direkt weiter. Du hast in der rechten Innenverteidigung lächelt mich irgendwie so ein Ronaldo an. Er legt den Controller weg, ich hab's gehört. Nein. Ich leg meinen auch weg. Auf Ansage oder was? Auf Ansage? Auf Ansage der zweite Pick. Rechter Innenverteidiger. Ist Prime Icon Ronaldo. Was? Auf Ansage? Alter, ihr habt auf Ansage gemacht. Auf Ansage, Mann. Ich zitter gerade mega. Ich sag auch noch, da lächelt mich Ronaldo an und das ist wirklich Ronaldo. Das ist halt wirklich Prime Ronaldo. Und Leute, jetzt nur nochmal für euch, der kostet zurzeit, wenn man die SBC machen würde, 4,5 Millionen. Oder auch auf dem Transfermarkt. Also, ich habe irgendwie gewusst, dass einer von uns den abstoßen wird. Also, mir war von vornherein klar, dass du es machst. Alter, ich hätte aber. Jetzt ist mir gerade bewusst so. Scheiße, warum machen wir das? Ehre Alter. Genommen. Okay, er hat mir jetzt wirklich Ehre 100.000 genommen und ich hoffe. Ich hoffe, wir erreichen 100.000 Daumen nach oben. Kappa. Ich hoffe auch. Wir nehmen Abschied, Leute. Alter, Prime R9. 3, 2, 1, zählt runter, Leute. 3, 2, 1. Schüssikowski. Er ist weg. Jetzt hat er endlich nicht. Scheiße, Alter, das tut mir so leid. Das tut mir echt leid. 5 Millionen. Was sagt ihr? Das tut mir gar nicht leid. Aber danke, dass du uns vorher geratet hast und so. War echt schön. Wir sehen uns nach dem Video nie wieder. Du kannst auch jetzt deinen Kanal rein theoretisch schießen. Nein. Let's go. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Ich gebe euch. Warte mal. Ich mach gerade kurz die Cam, dass wir nicht nachher irgendwie ein Problem haben. Mhm. Ich bin gespannt, was sich jetzt hinter dem Torwart verbirgt. Hinter dem Torwart? Ja. Oh, wie süß. Das ist Mahlic. Also wir können jetzt schon mal sagen, die Bronzespieler sind alles Spieler aus Österreich. Ja, nur nochmal für dich. Nur nochmal für dich. Okay, gut. Weiter. So, du bist dran. Ja, so, dann nehme ich den oder das rechte zentrale Mittelfeld. Bronze, Franzose. Ich habe nur Bronze. Ja, zeig dir mal das. Ja. Wo ist euer Ronaldo? Das gibt es nicht. Ich probiere den. Warte mal. Ich probiere den Rechtsverteidiger. Na gut, das tut schon ein bisschen weh. Das ist Schütz. Kann ich für 19 Münzen verkaufen. Aber wir kriegen 19 Münzen! Ja, Wahnsinn! Oh, ist der Spieler überhaupt so viel wert? Nee. Shit, okay, ihr seid dran. So, ich gehe mal davon aus, dass du. Ja, Linksverteidigerposition. Tschüss, Headset. Ach, nein! 2 von 2 mache ich? Okay. Wen belegtest du? Salah. Ich sag Salah. Ich zeig's euch jetzt schon mal rein. Oh mein Gott! Ach, Ramos, er ist glaube ich schon zum Trikot gelaufen. Oh nein! Er läuft zum Trikot. Warum tue ich das? Warum tue ich das? Ramos, was ist los bei dir? Was habt ihr nochmal gesagt? Linksverteidiger? Linksverteidiger. Oh mein Gott. Es ist Sergio Ramos. Oh, Basti, was ist los bei dir? 2 von 2, würde ich mal sagen. Oh mein Gott. Okay. Diese Karte hat nur 37 Spiele, aber ich habe inzwischen Zeit verkauft gehabt. Leute, auch von Ramos verabschieden wir uns, das ist zu krass. Tschüss Ramos. Oh Gott. Das tut uns Jungs, by the way, vor der Aufnahme hat Pato gesagt, Alter, Ramos wird mich schon wehtun, weil er hat wirklich so eine Verbindung auch zu ihm aufgebaut und ja. Ronaldo glaube ich auch. Nur Homo. Ja, scheiße. Das ist schon krass. Holy shit. Okay, jetzt bin ich dran. Wo ist euer Ronaldo? Das ist zu krass. Linke ZM. Das tut echt weh. 800.000 Coins Mbappé. Oh, 97er, das ist echt heftig. Also fast 900.000 Coins, das ist. Diese Karte ist zu krank. Aber egal.
FIFA 19 ist ja eh wieder am Start, hoffentlich. Oh, die Karte ist zu heftig. Ich fühle mit euch mit, obwohl ich mich freuen sollte. Es ist einfach zu krass, was wir machen. Das ist... Ja. Er ist weg. Okay. Ich hab's, Jungs. Aber solange er Nein noch dasteht, ist alles gut. Ich nehme... den... Stürmer. Okay, mit dem kann ich mich anfreunden. Es ist Fazy, also Bronzespieler. Ich habe nur Bronzespieler getroffen. Ich weiß nicht, wo euer Ronaldo steht. Welche Innenverteidiger habe ich schon genommen? Du hast den linken Innenverteidiger hast du genommen. Ja. Habe ich bei euch schon genommen? Ja. Dann nehme ich den rechten. Ah, das tut gut. Kofler. Immerhin 48 Minuten zu viel. Ja. So, Pato. Nice. Letzte oder vorletzte. Wer weiß, ja. Je nachdem, wie das Schnickschnack gleich ausgeht. Wen hast du noch drin? Groß, Salah und Maldini. Boah, Maldini wäre schon froh. Dann haust du jetzt einfach Maldini weg. Wir nehmen. Den rechten Verteidiger. Und da ist Maldini. Ne, ich hab. Was? Zwei auf Lava Ansage. Dich, jetzt echt? Das ist Maldini. Ey, ich hab zwei auf Ansage und drei generell getroffen. Was? Ihr habt eigentlich so. Ihr habt mein Main-Team kaputt gemacht. Wie viele Spiele hat Maldini? 504 Spiele hat Maldini. Boah! Alter. Der kostet 1,2 Millionen, glaube ich, ne? Wenn du den so kaufen würdest. Wie viel habe ich jetzt discarded? Glaube ich knapp 6 Millionen. 6 Millionen, ja. Alter, heftig. Oh mein Gott. Wie viel haben wir discarded? Ich glaube nur 800.000. Ja, ich habe bis jetzt 4 mal 15. Alter, so krass. Welche Positionen sind noch da? Wir haben die kompletten Stürmer, dann haben wir Z1, ZM und LV. ZM. Bronze. Ach, Pato, das war was? Wieder komplett. Bronze. Wie schlecht. So, letzter bei dir. Warte, 2, 4, 6, ich hab schon 6. Achso, ja, hast du 6? Okay, dann Schinkel Knoki. Derjenige, der mir R9 discarded hat, der darf jetzt gegen mich Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Nimmst du eher immer so Stein oder bist du eher so ein Halt's Maul, wir machen schon. Schere, Stein, Papier. Was hast du? Schere. Ich auch. Schere, Stein, Papier. Schere. Stein. Let's go. Das gibt es nicht. Oh, Basti ist on fire, ey. Basti ist richtig on fire. Wen hast du jetzt da drin? Du hast Salah drin und du hast Salah und Kroos. Kroos, genau. Welche Position habe ich denn? Sein, kannst du ganz kurz sagen? Lass mich die. Nee, Dani, warte. Ich mache jetzt auf 4 von 4 voll. Wen hast du noch im ZM frei? Also Linkes und ZOM. Okay, du hast den Kurs, musst du vorne in den Reihen ein bisschen haben. Und dann hast du. Ich nehme ZOM. Ihr habt mich so gefickt. Nein, laber doch nicht. 4 von 4. Was ist los, Mann? Es ist Salah. Was? Als ich sollte Lotto spielen gehen, ohne Scheiß. Das nur der mickrige Kurs ist übrig geblieben. Es ist R9, Maldini, Ramos und Salah. Na, ja, das sind locker 7,5 Minuten oder so. Also ich will dir nur mal sagen, wer bei uns übrig geblieben ist. Wir hatten ja 5... Sagen wir mal die Positionen. Wir haben LF haben wir Ronaldo gehabt. Oh mein Gott. RF haben wir Luzano und ZM hatten wir Ibra. Boah, wie viel habe ich euch gesnappt? Einen? Zwei. Zwei. Du hast Mbappé und Laurent Blanc. Ah ja, stimmt. Oh mein Gott. Ja. Aber okay, das war jetzt wirklich pure Zerstörung, Leute. Das war echt pure Zerstörung. Also, ganz ehrlich, ich fühle mich auch gerade wirklich schlecht. Also, das ist so viel, was du gerade discarded hast. Ne? Das dient als Special, Leute. Wirklich zum Abschluss von FIFA 18 einfach mal noch voll auf die Kante hauen. Deswegen, meine Besten, drückt gerne den Daumen nach oben. Unterstützt uns, unterstützt auch die FIFA Twins. Geht jetzt gleich im Anschluss rüber. Dort gibt es noch einen Teil. Und die Teams werden nicht billiger. Glaubt mir das. Ich bin gerade echt schon traurig, weil wenn ich jetzt noch gestreamt habe, werden die Leute sehen, dass mir ein paar Karten fehlen, ja? Und dann muss ich jetzt noch schauen, was ich mache, wie ich das verheimlichen tue, ne? Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr Spaß daran hattet. Wir
haben das Video extra ein bisschen später von der Uhrzeit, damit das auch ein bisschen, weil man kann das nicht während der Schule oder so gucken. Das ist einfach viel zu episch, dieses Video. Das ist krank. Ja, ist also krank. Es ist zu krass. Also ich hoffe, ihr geht mit uns den Weg weiterhin bei FIFA 19. Ich hoffe, ihr werdet in Zukunft auch noch mit uns Spaß haben, uns begleiten. Deswegen abonniert, Daumen nach oben. Ich verabschiede mich jetzt schon. Ich bin echt traurig, aber es geht ja noch weiter, meine Besten. Die FIFA Twins haben das letzte Wort. Haltet euch kurz. Ciao! Ich kann ganz kurz sagen, also 1200 Likes waren ein bisschen untertrieben, Jungs, für den mindestens 1500 für diesen krassen Teil. Und wirklich Hashtag Ehrenmann einfach mal für Pato, dass er wirklich die krassen Spiele abgestoßen hat. An dieser Stelle nochmal danke, dass wir dabei sein durften. Und wirklich danke für alles, was du für uns so getan hast. Hast uns damit großgezogen. Und ich würde sagen, eskaliert komplett. Wir sind raus. Macht's gut und ciao. 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 Oh, aber jetzt mal eine kurze Frage. Rein theoretisch, wir könnten ihn rein theoretisch auch noch bei uns einsetzen.